Hallo Kinder, seid ihr bereit? Dann viel Spaß in Paulis Kinderwelt. Weil wir wissen, alles erraten, sind wir schlau, ja sehr schlau. Wir haben Spaß und ganz viel Witz und raten mit. Kinder, jetzt für euch in der Paulis Kinderwelt unser Onkel Adi. Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch zu einer neuen Folge aus Paulis Kinderwelt. Und auch in dieser Folge werden wir wieder spannende Fragen haben und ich bin schon auf eure Antworten gespannt. Und wir begrüßen auch in dieser Folge unseren Pauli. Pauli, begrüß mal unsere Kinder. Herrlich, oder? Pauli ist auch heute wieder richtig gut drauf. Genauso wie ich. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Onkel Adi und ich habe richtig Lust, mit euch heute hier abzuquissen. Und zwar bis die Socken rauchen. Wenn ihr auch Lust habt und ihr bereit seid, können wir loslegen. Seid ihr also bereit? Das war nichts. Nochmal. Ihr solltet vielleicht mal ganz laut schreien, damit ich euch hier hören kann. Okay, nochmal. Seid ihr bereit? Na herrlich, dann können wir auch schon loslegen. Und somit kommen wir zur ersten Frage in dieser Folge. Wie werden die sechseckigen Wachszellen genannt, in der die Bienenkönigin ihre Eier ablegt? Na, jetzt bin ich aber gespannt. A. Sind es Löcher? Oder B. Sind es Höhlen? Sind es vielleicht C. die Waben? Oder ist die Antwort D die richtige? Sind es Steine? Ihr habt, wie gewohnt, 10 Sekunden Zeit, mir eure Antwort zu liefern. Und die gehen ab jetzt. Na, wisst ihr schon? Hervorragend. Also, ja, es sind natürlich und selbstverständlich die Waben. Und was sich darin befindet, das wisst ihr sicherlich, oder? Nektar. Und wir sprechen von Honig. Ja, mitunter die süßeste Sache der Welt. Esse ich auch gern. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was wird benötigt, um einen Pfeil abzuschießen? Uiuiui, da hat sich aber unser Pauli was einfallen lassen. Antwort A. Schwert, B, die Kanone, C, das Gewehr oder ist es vielleicht D, der Bogen? Also, was benötigst du, um einen Pfeil abzuschießen? Denk genau nach. Schwert, Kanone, Gewehr oder Bogen? Und jetzt hast du spektakuläre 10 Sekunden Zeit zum Überlegen. Ab jetzt! Tja, als hätte ich mir gedacht. C, der Bogen, ist natürlich richtig. Warum er Bogen heißt? Ganz klar, du ziehst an dem Faden und das Stückchen Holz wird zu einem Bogen. Und da ist richtig Spannung drauf und so schießt du deinen Pfeil ab. Klasse, funktioniert auch so. Übrigens war das bei Robin Hood schon so. Wir kommen zur nächsten Frage und es ist Frage Nummer 3. Die Kobra ist eine indische Giftschlange. Wie wird die Kobra noch genannt? Ist es A, eine Leuchtschlange oder ist es B, eine Luftschlange oder ist es vielleicht C, eine Brillenschlange oder ist es vielleicht doch D, die Lupenschlange? Na, also die Kobra ist ja ziemlich giftig. Kommt aus Indien, die indische
die Schlange, ne, klar. Und wie wird die Kobra noch genannt? Leuchtschlange, Luftschlange, Brillenschlange, Lupenschlange. Aus diesen vier Antworten ist nur eine richtig, die ihr wählen dürft. In 10 Sekunden wissen wir mehr. Auf geht's. Ja, genau, es ist C, die Brillenschlange. Das hat man früher ab und zu gesagt zu mir. Adi, du Brillenschlange, das machen wir aber nicht. Weil es ist ja, das machen wir nicht. Mobbing ist nicht schön, tut keiner von uns, oder? Ihr auch nicht. Okay, wir kommen jetzt zur nächsten Frage und es ist Frage Nummer 4. Ihr merkt, wir sind also wirklich fix wie nix und absolut rasant. Wenn ihr die nächste Antwort in den nächsten 10 Sekunden genauso rasant auf der Pfanne habt, tja, dann freue ich mich. Welche Bande hat es immer wieder auf das Geld von Dagobert Duck abgesehen? Uiuiui, was habe ich das geliebt. Walt Disney, Donald Duck, Dagobert Duck, Mickey Mouse, das waren Zeiten. Und sie leben auch heute noch. Und das ist auch schön so. Jetzt die Antworten dazu. A, die Tomaten-Heinis. Oder vielleicht B, die Knallfrösche. Oder ist es C, sind es die Knastbrüder? Oder ist es, sind es vielleicht die Panzerknacker? Na, wisst ihr's? Du hast es nicht, kein Problem. Wenn du es nicht verstanden hast, ich wiederhole es gern. Welche Bande hat es immer wieder auf das Geld von Dagobert Duck abgesehen? Die Tomaten-Heinis, die Knallfrösche, die Knastbrüder oder die Panzerknacker? Ihr habt 10 Sekunden Zeit und die gehen. Pauli, ab jetzt? Okay, let's. Hey, super! Klar, die Panzerknacker. Und die führten sowieso nie was Gutes im Schilde. Das Tolle allerdings ist immer, Dagobert Duck hat immer sein Geld wiederbekommen. Die legen den so schnell nicht rein. Der ist ein schlauer, gewitzter Kerl. Genauso wie unser Pauli hier, der diese Fragen gestellt hat an euch. Nämlich auch die Frage 5. Und da hat Pauli sich was Besonderes einfallen lassen. Er fragt nämlich, wie wird ein heftiger Sturm genannt? Ist es A, der Ozean? Oder ist es vielleicht B, ein Orkan oder C, der Orbit? Oder ist es vielleicht D, der Ochse? Na, wisst ihr es? Wisst ihr, wie der heftigste Sturm genannt wird? Nochmal, Ozean, Orkan, Orbit oder Ochse? Naja, ihr dürft jetzt raten. Schaut. Ja, und genauso heftig gut sind eure Antworten. Es ist natürlich B, der Orkan. Ihr seid übrigens auch ein toller Orkan mit tollen Antworten. Macht einfach weiter so. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen für euch, die mindestens genauso toll sind. Und die Frage 6 ist mit Sicherheit genauso gut. Und sie nennt sich, Moment, ich muss hier lesen, eine Sekunde. So, wie nennt sich die Süßspeise, die aus einem Vanillepulver oder auch Schokopulver mit Milch hergestellt wird. Okay, ich denke mit euch. Ich bin bei euch. Wir raten zusammen. A, Strudel. B, Keks. C, Müsli. Oder D, Pudding. Ui, ich glaube, ich weiß es. Wenn du es innerhalb der 10 Sekunden auch weißt, hey, wir freuen uns. 10 Sekunden hast du jetzt. Natürlich ist C richtig und natürlich ist es der Pudding. Und auch das gehört zu den süßesten Sachen der Welt. Was für ein Typ Pudding bist du? Vanille oder Schoko? Ich mag beides.
So, liebe Kids, und weil ihr diese Fragen so wahnsinnig toll beantwortet habt, gibt es jetzt für euch die Belohnung. Wir machen jetzt unseren Rubbelbubbel und der geht so. Ihr stellt euch einfach hin, ja genau, dann wackeln wir schön mit den Beinen. Wir nehmen dazu die Hand, wir nehmen die andere Hand. Wir gehen in die Mitte, wir gehen in die Mitte. Der rechte Arm nach oben, der linke Arm nach oben und wir sagen Rubbelbubbel! Wir kommen zur nächsten Frage. Das ist die Frage Nummer 7. Was backt man in der Adventszeit? Und zwar ganz besonders gerne. Sind es A, die Butterhörnchen? Oder sind es vielleicht B, die Nusshörnchen? Könnten es auch C, die Apfeltaschen sein? Oder glaubst du, es sind D, die Plätzchen? Was backt man in der Adventszeit besonders gern? Okay, also ganz schnell, im Schnelldurchlauf. Butterhörnchen, Nusshörnchen, Apfeltaschen, Plätzchen. Und jetzt bist du dran. Tja, ihr Lieben, klar, selbstverständlich ist es D. Und selbstverständlich sind es die Plätzchen. Und Weihnachtsplätzchen backen, da helft dir Mami doch bestimmt in der Küche bei, oder? Und diesen Teich abschlecken, ach, das ist besonders schön. So, und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zur Frage Nummer 8 für all diejenigen, die mitgezählt haben. Es ist jetzt die 8. Wie heißt die Kirche, in der der Glöckner aus dem Zeichentrickfilm von Walt Disney lebt? Oh ja, ein schöner Walt Disney-Film. Seid ihr im Thema? Ich lese euch schon mal die Antworten vor. Die Frage kommt gleich nochmal. Also A, er lebte im Kölner Dom oder B, in Notre Dame oder C, in den 14 Heiligen oder vielleicht D, in der Lorenzkirche? Ihr wisst es nicht? Nochmal, bestimmt. Wie heißt die Kirche, in der der Glöckner aus dem Zeichentrickfilm von Walt Disney lebt? Kölner Dom, Notre Dame, 14 Heiligen oder die Lorenzkirche. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Tja, ich habe überhaupt nichts anderes erwartet. B, Notre Dame ist natürlich komplett richtig. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und mal googeln und mir vielleicht in den Kommentaren erzählen, wo Notre Dame liegt? Ist das vielleicht in Frankreich oder Spanien? Ist auch egal. Wir haben die vorletzte Frage für euch. Und die vorletzte Frage hat es immer so ein bisschen in sich. Deshalb gut aufgepasst. Wie werden gebratene Fleischklößchen genannt? Ich glaube, die Frage ist einfach. Ich nicht. Die Antworten, die möglichen, A, Pumpernickel, B, Fregatten oder vielleicht C, die Frikadellen oder sind es D, die Brotkrümel? Also, wie werden gebratene Fleischklößchen genannt? Pumpernickel, Fregatten, Frikadellen oder Brotkrümel? Wir kommen gleich zur letzten Frage, aber erst müsst ihr mir diese beantworten. Ihr habt jetzt noch mal 10 Sekunden. Los geht's. Natürlich, es sind die Frikadellen. Das ist korrekt. Und somit ist C natürlich die richtige Antwort. Und da streiten sich ja die Gelehrten drum, woher die Frikadellen kommen. Der Berliner sagt, das haben wir bei uns gemacht. Nee, das kommt aus Nordrhein-Westfalen. Wo es herkommt, ist egal. Sie sind lecker und sie schmecken. Das ist das Wichtigste. Und jetzt, liebe Kinder, sind wir auch schon so ziemlich am Ende dieser Sendung angelangt. Und wir sind bei der Frage Nummer 10. Bis hierhin habt ihr das wieder mit Bravour gemeistert. Bin ganz aufgeregt. Wie geht's dir dabei? Erzähl's, Pauli. Genau. Also, wie heißen die Pflanzen, die in der Wüste wachsen und wenig Wasser brauchen? Wisst ihr es?
Sind es A, die Kakteen? Oder sind es vielleicht B, die Tulpen? Oder sind es C, die Algen? Oder ist es D, der Bambus? Na, wisst ihr, wie die Pflanzen heißen, die in der Wüste wachsen und ganz, ganz wenig Wasser brauchen? Na, Kakteen, Tulpen, Algen, Bambus. Das ist das Antwortrepertoire, aus der ihr euch eine Antwort aussuchen dürft. Und die letzten 10 Sekunden in dieser Sendung starten für euch genau jetzt. Ja, liebe Kinder, das ist doch mal spitze. Also, ich bin der Meinung, ihr seid der Meinung und auch Pauli ist der Meinung, ihr seid spitze. Selbstverständlich, es sind A, die Kakteen. Die brauchen ganz, ganz wenig Wasser. Was wir brauchen, das seid ihr. Denn wir freuen uns, euch immer wieder eine Freude bereiten zu dürfen mit unserer Folge und vor allem hier, mit ihm hier, Paulis Kinderwelt. Und Pauli freut sich auch schon wieder auf das nächste Mal mit euch. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, hinterlasst uns ein Like. Und für all diejenigen, die gar nicht lange gucken wollen, drückt auf Abonnieren und ihr verpasst keine Sendung. Das ist ein Service, oder? Also bis später, euer Onkel Adi. Macht's gut. Ciao.